Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich, denn ich war shoppen im Internet und das möchte ich euch gerne zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mache das Ganze alphabetisch, deswegen sind hier auch Timestamps drin und ich verlinke das euch auch in der Infobox, sofern ich es noch finde. Ne? Ich starte mit Cosmic Brushes, da hat die liebe Morbus Black mich ja vollkommen angefixt. Ich habe bei Claudis bunte Welt, das ist ja mein Zweitkanal, auch schon diese Palette vorgestellt. Das ist die Serenity Palette. Die war jetzt in diesem Bundle The Siblings mit drin, als quasi die neueste Palette gelauncht wurde. Deswegen habe ich die jetzt doppelt. Die wird dann demnächst mal tatsächlich auch an jemanden verlost werden oder ne, weiter wandern. Also die wird nicht bei mir bleiben. Kommt deswegen auch zur Seite. Aber ich bin jetzt hier, also wenn ihr mehr zu dem Video, also zu der Palette sehen möchtet, habe ich euch im E-Mail verlinkt das Schminki dazu mit Swatches und so. Delicious Delights ist, glaube ich, die neue gewesen dann, ne? Genau, ja, ja, weil die andere ist, glaube ich, eine, die einfach gerestockt wurde und damit in dem Bundle drin war. Es ist halt alles sehr, sehr bunt und sehr, sehr intensiv, ne? Bei Cosmic Brushes, aber ich finde das einfach toll. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich finde diese Palette so unglaublich schön. Wir haben hier Duochrome-Töne mit dabei. Sprinkles, Frosting, genial. Delicious, oh mein Gott, ist wahrscheinlich sogar ein Trio-Chrome. Auch da, ich werde euch da was zu schminken. Dann könnt ihr euch mal bei Claudis bunte Welt inspirieren lassen. Es ist schon schön. Und Cosmic Brushes hat eine Wow-Qualität. Das ist echt heftig. Also von den Farben her, die sind in der Pappverpackung, was dann ja auch in dem Sinne etwas umweltfreundlicher ist. Aber es ist so unglaublich hübsch. Ich kann es euch nur empfehlen, sowohl bei Morbus Black vorbeizuschauen, um euch mal so ein bisschen inspirieren zu lassen, was diese ganzen Indie-Brands angeht, als auch generell mal bei Cosmic Brushes vorbeizuschauen. Wobei, wenn die restocken, sind die Paletten immer schnell weg. Dann habe ich hier noch die Muse-Palette. Die ist quasi restockt worden und war dann in dem Siblings-Bundle auch mit drin. Die ist etwas mehr ins kühle, topige. Hä? Warum geht die jetzt hier nicht raus? So. Okay. Schaut von außen halt so aus. Ist wunderschön, ne? Mit so einer Pfingstrose und so. Sehr hübsch und romantisch. Naja, ich meine, hier sind trotzdem krasse Töne drin. Und darüber wollen wir mal nicht reden, ne? Die schaut so von innen aus. Auch wunderschön, oder? Ja, die sind halt etwas dunkler, etwas, ja, dunkler halt, genau, dunkler. Nicht so knallig, bunt, hell, sondern schon auch mehr so ins Grüne, aber wunderschön. Oh, mag ich einfach gerne leiden. Also ich könnte da auch wirklich jetzt sehr, sehr lange drauf gucken und mich einfach darüber freuen, dass ich diese wunderschöne Palette hier habe und mich inspirieren lassen, damit Looks zu schminken. Das finde ich halt wirklich, wirklich wichtig, denn ich möchte euch ja auch weitestgehend immer mal wieder unterschiedliche Looks zeigen. Und wenn man inspirationslos ist und halt nur öde Paletten halt hat, die man vorstellen kann, dann wird es halt schwierig. Deswegen freue ich mich über so Sachen von Cosmic Brushes, ne? So, dann sind wir alphabetisch bei DM gelandet. Die ganzen Babygläschen und so habe ich jetzt schon unten gelassen. Da ist allerhand halt natürlich wieder eingezogen, ne? Weil Julius da halt, ja, die Sachen von bekommt und Schatzi diesmal shoppen durfte und der hat sich sehr gefreut. Ich habe bei der dekorativen Kosmetik vorbeigeschaut und mir zum einen diesen Superstay Matte Ink gekauft. Der ist in so einer speziellen, witzigen Farbe. 460 Optimist, also es sind irgendwie stimmungsaufhellende Produkte. Sehr, sehr verrückt. Soll ich den mal drauf machen? Wow, das ist wirklich ein Fuchsia-Ton, ne? Ja, die Farbe ist schon mal ein Statement, ne? Wow. Aber ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Mal gucken, wie der jetzt auch runtertrocknet, wie der so hält. Ja, hat auf jeden Fall einen Duft mit dabei. Hat irgendwas Blumiges, finde ich. Und da sollte man definitiv mit Lip Liner arbeiten. Habe ich nicht gemacht, sieht hier ziemlich blöd aus. Egal, damit kommen wir jetzt klar. Es soll uns ja eine gute Laune machen, ne? Also hoffen wir es dann einfach mal. Dann habe ich hier die L'Oreal Telescopic Mascara. Ja, das ist irgendwie neu, ne? Die ist in einer anderen Verpackung. Und, weiß ich nicht, auch mit einem anderen Bürstchen. Die fand ich ja gar nicht so ultimativ. Ja, die ist mit einem anderen Bürstchen. Das ist nämlich auch ein Gummibürstchen, aber eckig. In allen vier Ecken sollen Gumminoppen drin stecken. Sehr, sehr aufregend. Riecht nach Mascara und das werde ich dann demnächst mal mit euch zusammen ausprobieren. Oh, bitte trockne schnell, das pappt so aneinander. Das ist ganz unangenehm gerade.
Ja, das hier war ein kleiner Fail, habe ich eben rausgenommen, habe ich auch reklamiert bei DM. Und zwar ist das hier von Balea Beauty Hyaluron Augengel Pads mit sofort Kühleffekt gegen Schwellung mit Hyaluronsäure und Panthenol. Ist leider leer. Hier sollen 3x2 Patches drin gewesen sein. Offensichtlich nicht. Schade, Schokolade, ne? Dann habe ich für Sammy noch was mitgenommen und zwar allerhand. Knabberwürstchenmix 5-mal, glaube ich. Er findet die halt toll und er freut sich. Und dann habe ich die hier oben und ich habe die auch dann am Bett als Betthupferl für ihn. Da freut er sich drüber. Ist ohne Getreide, ohne Zuckerzusatz und sowas. Und das mag er einfach gerne. Deswegen kriegt er die. Und wie gesagt, ja, 5 Stück habe ich oder 5-mal. Das sind ja insgesamt 10. 3, 6, 7, 8. Oh, sind es immer nur 8? Waren das nicht mal 10, Leute? Naja, man muss sparen, wo man kann, ne? Dann habe ich auch noch ein bisschen was zu essen mitgenommen. Einmal hier so einen. Mitgenommen hört sich immer an, als würde ich da einfach hingehen. Nee, ich habe es bestellt. So, Limited Edition Sportness Protein. Das hat sich einfach lecker angehört. Crispy Riegel mit Milk Karamell Crisp Geschmack. Schaut so aus. Ich mag gerne diese Proteinriegel. Das ist nicht jedermanns Geschmack und nicht jedermanns Geschmack von der Konsistenz her. Dann war neu bei DM Not Milk and So Yummy pflanzliche Milchalternative. Möchte ich auch mal ausprobieren. In der Schwangerschaft habe ich ja relativ viel auch normale Milch getrunken, weil mein Körper das auch irgendwie gebraucht hat. Ja, aber jetzt möchte ich halt wieder versuchen, etwas mehr auf Kuhmilch zu verzichten. Dann von DM Bio war das auch neu. Glutenfreie Mischung Kaiserschmarrnart. Da habe ich auch Bock drauf. Das kannst du auch irgendwie vegan zubereiten. Also dann denke ich mal, ja, mit dem hier DM Bio Soja Drink, beziehungsweise kannst du wahrscheinlich auch mit diesem Not Milk Dingens machen, ne? Mit Öl, mit Puderzucker und dann geht das ab. Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Dann habe ich auch noch ein bisschen was für Julius mitgenommen. Zum einen neue Nookies von Nook, die Signature kiefergerecht und besser belüftet. Okay, ja, also ich wollte einfach mal etwas größere Nookies mitnehmen. Da habe ich jetzt diese hier mitgenommen, also mitbestellt und jo. Das Kind wächst halt, ne? Die anderen sind halt irgendwie mittlerweile viel zu klein. Dann habe ich hier auch so eine Essschale mitgenommen. Die war, glaube ich, reduziert oder so oder neu. Ich weiß nicht. Die war auf jeden Fall sehr hübsch. Wir waren jetzt gestern bei IKEA, da haben wir auch zugeschlagen. Aber ja, ne? Ist hübsch mit Papageien und Blättern und noch mehr Vögeln. Läuft. Ich gucke immer ganz gerne bei diesen Sale-Geschichten auch vorbei und da findet man auch recht viel Kinderkleidung und die haben echt eine gute Qualität von Alana. Da habe ich jetzt dieses hier in Größe 86 mitgenommen. Das ist halt wirklich perfekt für den Herbst, für Julius dann wahrscheinlich oder für den Winter, weil das ist so ein kleines Jäckchen, ne, was man dann halt überziehen kann. Ist dann eher so für im Haus oder für unter einer Jacke drunter und dann hat man, also hat er es dann muckelig warm und das ist echt riesig. Oh, ich kann auch gar nicht glauben, dass er schon so groß geworden ist. Dann habe ich auch noch Müllbeutel mitgenommen, mitbestellt. Muss mir das abgewöhnen. Von Profissimo 20 Liter mit Zupfband, ja, mit Zitronenduft, yay. Dann 10 Liter mit Tragegriff, einfach für Kosmetikeimer. Biomüllbeutel habe ich welche mitbestellt. Warum? Weiß ich nicht. 10 Liter mit Tragegriff aus Biofolie. Und die 60 Liter brauchen wir auch für unser Einsatz da unter der Spüle, mit Zugband. Vorgetrennte Beutel. Das ist sehr praktisch. Dann habe ich ja vor meiner Bestellung, jetzt fällt hier alles um, ein Video gesehen von der lieben Amelie with Love. Da hat die so ein bisschen auch über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und dass es auch gar nicht so verkehrt ist, sowas zu verwenden. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, fix mich halt an. ja, das dann halt irgendwie. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. So, jetzt habe ich mir hier dieses Hyaluron 500 von Nature Love. 90 Kapseln sind hier drin bestellt. Keine Ahnung, ob das was bringt, muss ich einfach mal ausprobieren, ne? Reicht wohl für 3 Monate, frei von unerwünschten Zusätzen. Das hoffe ich doch mal generell. Und ist für Haut, Haare und Nägel. Mal gucken. Ich habe ja sonst auch gerne Bierhefe genommen, ne? Dann das hier ist eher so für akute Geschichten von Hypna, Magen-Darm direkt rein mineralisches Siliziumgel. Es ist halt einfach mal so, dass es immer schön ist, wenn man sowas zu Hause hat, ne? Dass man darauf zurückgreifen kann. Und ja. Bei Durchfall, Sodbrennen, Bauchschmerzen, Blähung, Übelkeit und Erbrechen. Ne? Ja. Und ich hatte tatsächlich in letzter Zeit echt viel Bauchweh und ich weiß gar nicht warum. Das kam auf einmal so. Naja. So, dann gehe ich weiter zu Douglas. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr bei Douglas bestellt, da kann man ja immer diese Gratisproben auswählen, ne? Dass ihr dort eigentlich am besten immer
Überraschungsprobe anklickt oder da ist irgendwas dabei, wo ihr sagt, na, das möchte ich definitiv mal ausprobieren, dann könnt ihr die gerne wählen, aber ihr könnt ja immer zwei auswählen, denn ich habe eine Probe ausgewählt und dann nochmal Überraschungsprobe Darm ausgewählt. Und als Überraschungsprobe Darm gab es ein komplettes Duschgel von NYX mit 100 Milliliter. Ne? Das ist schon krass, kann man nicht anders sagen. Hier steht auch Gift drauf. Okay, das ist halt ein Geschenk, aber ist vollkommen in Ordnung. Ein beduftetes Duschgel, floral. Die Duftrichtung riecht richtig gut. Mega. Das hier hatte ich mir ausgesucht, das Aqua Allegoria Pera Granita von Guerlain. Ja, das ist die Probe, die ich ausgewählt habe, wie gesagt. Das hier gab es auch noch mit dazu, die Ultra Facial Cream mit 3 ml als Pröbchen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Bestellung. Da habe ich einmal dieses Set bestellt. Es war super krass reduziert von Maybelline For You. Ich denke, das ist irgendwie so eine Geschichte gewesen Richtung, weiß ich nicht, denke irgendwie Valentinstag rausgekommen, denn du hast hier vier Produkte drin. Lash Sensational Sky High Mascara, dann Hyper Precise All Day Liner, Augen Make-up Entferner Waterproof und Baby Skin Instant Pore Eraser Primer. Also diese Produkte, das habe ich aber auch genauso gekauft, wie es halt gedacht ist, nämlich als Geschenkset und deswegen wird das jetzt auch nicht geöffnet. Das ist nämlich hier noch zugeklebt und es war halt super krass reduziert und ich weiß nicht, ob 10 oder 5 Euro, war richtig reduziert. Kann ich, also, ne? Mega. Dann habe ich dieses hier letztens noch gesehen bei Like a Daisy in Spring. Sarah Isabel hatte das auch irgendwie gezeigt, dass da eine LE von Essence rauskommt. Pride Applied Color Changing Lip Gloss. Das wollte ich ausprobieren. Ich habe jetzt ja was drauf, aber ja, den möchte ich dann mal demnächst austesten. Ihr seid schuld, ihr habt mir mehrfach geschrieben, Mensch Claudi, die Anastasia Beverly Hills Cosmos Palette musst du unbedingt ausprobieren, die ist großartig und wir wollen unbedingt, dass du die ausprobierst. Ja, bei Claudis bunte Welt werde ich euch safe einen Look damit schminken und vielleicht auch noch hier auf dem Kanal das ein oder andere Schminki damit drehen. Aber ich habe da auch Bock drauf, Leute, ich kann es nicht anders sagen. Und als ich letztens bei Look Fantastic bestellt habe, war die halt ausverkauft. Und ja, hier habe ich sie nun. Ich habe irgendwie mit Punkte einlösen und so weiter halt was machen können. Deswegen musste ich nicht so super viel für die Bestellung bezahlen. Das ging dann halt. Und die Töne sehen halt fantastisch aus. Ne? Du hast die matten New, die matten New-Töne quasi mit dabei und super krasse Schimmertöne. Also das ist eskalativ. Die Umverpackung finde ich persönlich jetzt hier gar nicht mal so schön. Also die spricht mich gar nicht mal so sehr an. Aber es ist halt praktisch. Ne? Du hast hier dann nicht so diese spackigen Fingerabdrücke und so. Aber das Innenleben, Leute, da ist jetzt schon ein Hype in mir ausgelöst. Von hier bis nach Meppen, da habe ich echt Bock drauf. Und ja, da habe ich mich von euch anfixen lassen. Ihr seid schuld. Und dann habe ich gesehen, dass Huda Beauty eine neue Mascara rausgebracht hat und das kann ich nicht glauben, dass das mit einer Schicht soll die Wow werden. Ich weiß ja nicht, ne? Und ich weiß nicht, ob du, kannst du die dann drehen oder so, weil hier steht auch Two Brushes Inside, irgendwas Spezielles ist da halt auch noch irgendwie mit dabei, weiß ich nicht. Also so sieht die aus, matt, pink, spektakulär, ne? Großartig. Ne, hä? Ach, je nachdem, wie du die drehst. Okay, das ist ein Gummibürstchen. Und da sind die Fasern, je nachdem, wie man die Mascara dann hält, anders angeordnet. Seht ihr jetzt ja auch, ne? Spektakulär. Ja, die lassen sich tatsächlich auch immer mehr einfallen. Riecht auch nur ganz normal nach Mascara. Aber das müssen die ja auch mittlerweile von den Firmen her, ne? Dass du halt irgendwie auch so dir was immer irgendwas Neues einfallen lässt. Deswegen, das dauert, bis ich nichts mehr zu tun habe hier. So, das war jetzt Douglas. Dann machen wir weiter mit Magiamo, genau. Ich habe bei Maxim bestellt quasi und Maxim hat gesehen, dass ich bestellt habe und hat mir noch ein paar andere Sachen dazu gepackt, sodass er mich jetzt so sehr verwirrt hat, dass ich gar nicht ganz genau weiß, was ich jetzt bestellt habe und was er dazu gepackt hat. Das ist auch echt ein witziger Typ, ne? Okay, also zuallererst habe ich ein Kärtchen von ihm hierbei, ein Autogrammkärtchen, wo er einfach so sinnlich und wie immer wunderschön aussieht und ich freue mich drauf, ihn bald wieder persönlich zu treffen. Bin nämlich zu einem Event eingeladen worden, wo er und Rossmann was starten. Und ich bin sehr froh über diese Karte. Ich glaube, das ist sogar eine neue Autogrammkarte, ne? Richtig, richtig hübsch. Hinten steht auch Dank und ein Herzchen drauf.
selber danke. Dann hat er mir, glaube ich, mit beigelegt, diese beiden wundervollen Herzchen, die Giacomo Cosmetics Mini Herzpuffs. Die sind so gut, Leute. Ich habe die auch schon da. Ich finde die sehr, sehr schön, um halt so Puder unter den Augen einzuarbeiten. Du kannst sie natürlich auch zum Foundation einarbeiten nehmen oder so. Ich verwende sie halt, wie gesagt, am liebsten so unter den Augen oder an der Nasolabialfalte oder so, die, glaube ich, hier dann wäre. Ja, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr süß und Dankeschön. Finde ich cool. Dann hat er mir auch nochmal die Tasche, die Pinseltasche mit ihm und Leti mit reingelegt. Da habe ich auch das Pinselset, was ich richtig gut finde. Kann ich euch nur empfehlen, dort einfach mal einen Blick zu riskieren. Microfiber Multitool von Giacomo Cosmetics, The Game Changer. Die sind super zum Abschminken, die sind super zum Pudern, die sind für so vieles so gut. Kann ich euch nur empfehlen. Zum Masken runternehmen finde ich die auch wirklich, wirklich gut. Sehr weich, sehr angenehm. Du hast quasi in diesem Mikrofaserpad nochmal so einen Schwamm drin, ne, sodass es dann auch immer halt so hier drin hart bleibt. Und ich finde das sehr, 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 sehr gut. Ich arbeite da gerne mit und habe die auch in reger Anwendung. Also das sind ständig welche bei uns in der Waschmaschine, deswegen mega Nachschub. Dann habe ich auch im Sale bestellt, die Lashes, die beiden. Ich finde einfach diese Verpackung so unglaublich schön und die Lashes an sich halt auch, ne? Einmal die She's Cute, die sind oben, und die 100K, die sind hier unten. Und das sind so schöne Wimpern. Oh, wenn man sich die so anguckt, wie fluffy dreidimensional die sind. Finde ich so hübsch. Dann habe ich mir auch Dannys Bartset bestellt, beziehungsweise eher so für meinen Freund. Und das sollte er sich dann vielleicht mal zur Gemüte führen. Das ist so ein witziger Bartkamm. Ne? Da hast du hier verschiedene Kämme mit da dran. Und hier so eine Aussparung für die Jawline. Oder wie du halt deinen Bart entsprechend rasieren möchtest. Ne? Dass du halt immer die Form so bewahren kannst. Finde ich ganz süß. Schatzi hat so ein, wie nennt sich das, wenn das hier so, er sagt immer, sieht was wie ein Klodeckel. Er hat es selber gesagt. Also ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Dann haben wir auch noch dieses hübsche Säckchen. Und in diesem Säckchen haben wir einmal diesen Kamm. Ich weiß noch, damals hatte mein Papa auch so einen Kamm. Und ich habe mich immer gefragt, wofür. Der hatte auch damals mal einen Schnäuzer. Und ja, das ist halt so ein richtig schöner Holzkamm, den man eben genau dafür verwenden kann. Und dann habe ich noch eine Bartbürste hier mit dabei, die ich auch sehr, sehr hübsch finde. Und ja, so viel Bart hat Schatzi jetzt nicht, dass er eine Bartbürste braucht, denke ich. Aber vielleicht für meinen Schwager. Dann habe ich hier auch noch von ihm den Gua Sha. Und das finde ich einfach sehr, sehr hochwertig eingepackt. Und da haben wir diesen Rosenquarz Gua Sha Stein einmal. Du kannst halt damit super Serien einarbeiten. Du kannst super, wenn du eine Gesichtsmaske drauf hast, dass du da das Serum richtig schön in die Haut einarbeiten kannst. Ne? Das ist halt echt so eine, ja, so ein Upgrade von deiner Skincare, wenn du sowas verwendest. Und ganz nebenbei ist es halt auch ein wunderschönes Geschenk, weil das so schön eingepackt ist. Ne? Und dann kommen wir jetzt aber zu den Neuheiten, wo ich richtig, richtig interessiert bin, wie das so bei mir funktioniert. Ich bin ja ein Junkie, was Augenpatches angeht. Und dann habe ich letztens gesehen bei Maxim, dass der halt so ein Reel oder sowas hochgeladen hatte, wo der darüber gesprochen hat, so hey, wir sollten mal so ein bisschen auf die Umwelt achten, bla bla bla. Und dass er sowas rausgebracht hat, und zwar wiederverwendbare Augenpads. So geil! Ich hatte mal irgendwann in der My Little Box sowas drin. Die haben bei mir nicht gut gehalten, deswegen hoffe ich, dass die hier halten. Ich habe das jetzt schon bei einigen gesehen, dass die etwas flexibler wohl sein sollen, als das, was ich so gesehen habe. Einfach abwaschen und dann kannst du die weiterverwenden, ne? Definitiv. Oh, guck mal. Die sind richtig schön flexibel. Das finde ich jetzt toll. Oh. Ja, wird auf jeden Fall dann ausgetestet. Das wäre ja traumhaft, wenn ich einfach immer nur irgendwie eine Augencreme oder ein Augenserum oder so drauf machen würde und dann das iPad drüber, ne? Das iPad vor allem, das Augenpad, und dann hat man halt viel weniger Müll. Das wäre mega cool. Wird auf jeden Fall ausprobiert, und dann kann ich euch mal irgendwann in einem Aufgebrauch-Video auch einfach die Dose zeigen, um euch zu sagen, wie es so war. So, und das hier dürfte dann, nee, ich habe ja gleich noch einen anderen Haul hier mit bei. Dann haben wir hier nämlich noch die UV-Karten. Das sind diese hier. Das hat er auch rausgebracht, jetzt als ganz neues Produkt. Und das finde ich so wichtig. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Weil wir hatten jetzt bei uns in der Familie leider einen Fall von Hautkrebs. Und seitdem gehe ich meiner Familie richtig auf die Nerven, dass ich denen ständig sage, dass die Lichtschutzfaktor verwenden sollen. Und damit die halt auch verstehen, dass auch in dem Schatten
der Lichtschutzfaktor aufgetragen werden sollte und man auch im Schatten eben UV-Strahlung abbekommt, finde ich, sind diese Kärtchen doch ganz gut. Und die kannst du einfach in dein Portemonnaie oder so reinpacken. Das heißt, es ist klein und fein und das finde ich super. Und jemand, der halt wirklich sehr wenig sich eincremt, hat auch sehr bald Geburtstag und dem wollte ich definitiv eine Karte davon schenken. Deswegen drehe ich jetzt auch gerade diesen Haul ab und das finde ich einfach super, super wichtig. Also da vielen, vielen Dank, Maxim, dass du so ein Produkt rausgebracht hast, weil das ist etwas, was da kommt man so nicht drauf, finde ich. Ne? Genau, so, dann habe ich als letzten Part in diesem Haul auch noch Spectrum Collections. Die hatten XXL Sale und da habe ich zwei Geschenksets gekauft, die ich tatsächlich auch vorhabe, selber zu verschenken an Freundinnen und ja, ein Produkt für mich. Da kann ich jetzt hier einmal mein Produkt zeigen. Das ist das Cinderella Brush Towel. Genau, das ist das Pinselhandtuch und ich glaube, es ist viel, viel größer, als ich erwartet habe. denn ich habe dann irgendwie später, als ich die Bestellung schon abgeschickt hatte, gesehen, also so ein bisschen mehr Bilder und so weiter. Und ja, doch, das, nee, das geht klar. Das geht klar, okay. Ich hatte nämlich irgendwie ein bisschen Angst, dass es irgendwie so Saunatuchgröße hätte. Nein, das ist die perfekte Größe. Finde ich großartig. Und dann kann ich da einfach meine Pinsel reinmachen und die zum Reinigen aufhängen. Das finde ich super gut. Steht auch noch Cinderella drauf, ne? Lieben wir. Also das ist wirklich toll. Da unten. Seht ihr das? Großartig. Ja, und das ist halt wirklich Mikrofaserhandtuch, würde ich mal so sagen, vom Stoff her. Das kannst du dir selber auch nennen, definitiv. Aber ich bin da einfach glücklich drüber gewesen, dass es sowas halt zu kaufen gab. Hier oben hast du zwei Haken, die kannst du, keine Ahnung, an deinen Handtuchwärmer, an deine Heizung dranhängen, an deine Tür, wo auch immer man das halt dranhängen möchte. Kann ich gut gebrauchen. Ich habe meinen Pinselturm eigentlich auch, aber ich finde den recht sperrig, wenn ich halt nur für ein Make-up quasi mich geschminkt habe und dann die Pinsel reinige. Ne? Deswegen steht er hier eigentlich eher oben zur Deko rum. Dann habe ich mir dieses Pushkin-Set gekauft, wie gesagt, zum Verschenken. Ne? Ich weiß gar nicht, war das reduziert? Ich würde gerade renoviert sagen, weil wir am Renovieren sind. Einmal habe ich das zehnteilige Pinselset, denn eine Freundin von mir hat bald Geburtstag und da wollte ich einfach eine riesige Freude machen, um das mal so zu sagen. Dann haben wir hier diese Katzen drauf und sie hat halt auch selber Katzen und sie schaut meine Videos und sie wird sicher wissen, dass ich sie meine. Aber gut, ja, wie gesagt, hier sind die Pinsel drin enthalten und das ist schon ein wirklich schönes Brushset, ne? Pushkin heißt die. Ich kenne die Katze. Oh, okay. Hilfe. Aber ich packe die jetzt nicht einzeln aus. Ich kann euch ja vielleicht das Set einfach mal einblenden. Es ist auf jeden Fall, wie der Name ja schon sagt, ein zehnteiliges Pinselset. Und das sieht sehr, sehr hübsch aus. Da hast du die Katzen auch überall drauf. Ne? Vielleicht sieht man das hier auch ganz gut. Ne? Es ist schon süß und dann hast du schwarze Pinselhaare. Das fand ich schon hübsch. Deswegen kann man das definitiv verschenken. Ich weiß nicht, ob ich das dann in eins verschenken werde oder dann so ein bisschen was zum Geburtstag, ein bisschen was zu Weihnachten, ein bisschen was hier, ein bisschen was da. Weil das Set an sich war halt relativ hochpreisig. Dann haben wir hier auch Schwämmchen drin. Da sind auch drei Stück drin. Das sind diese Katzenschwämmchen. Ist schon süß, ne? Da sind auch Katzen drauf. Und dann dieser Pinsel, Leute. Den finde ich ja krass. Take me to your leader durchgestrichen feeder. Ja, ja, Katzen sind da ja ein bisschen anders als Hunde, ne? Simmy liegt neben mir und genießt sein Leben. Das hier nochmal in der eigenen Verpackung drin. Und dann ist es halt so ein Pfotenpinsel. Das ist schon süß. Ja, das ist schon süß. Ist ein schöner Reisepinsel. Und wenn man Katzen liebt, ist das definitiv etwas, was man sich angucken kann, weil es halt nicht günstig ist. Und dann gab es in dem Set halt auch noch diese formschöne Tasche, die einfach sehr, sehr flauschig ist und hier unten auch noch eine extra Fachgeschichte hat. Mega cool. Und dann habe ich auch noch bestellt dieses Set, aber auch das ist ein Geschenkset, was ich weitergeben möchte. Ist aber, glaube ich, auch nur das Pinselset gewesen, was ich bestellt habe, mit Marie. Und das ist für eine ganz liebe Freundin, Schrägstrich Kollegin. Da muss ich aber noch ein bisschen warten, denn die hatte vor ein paar Monaten erst Geburtstag. Aber ich weiß, dass sie sich da extrem drüber freuen wird. Wer mich kennt und so, weiß sicherlich, wen ich meine. Aber auf jeden Fall habe ich hier schon mal ein Geschenk. Ja, und das dürfte dann einfach das ja, Six-Piece Face and Eye Make-up Brush Set sein. Genau. Und wie gesagt, das war halt gerade im Sale und da musste ich zuschlagen und es passte einfach. Und dann bin ich halt auch jemand, die dann sagt, komm, dann bestelle ich mir halt zu einer Jahreszeit, wo man noch gar nicht so an Weihnachten denkt,
Weihnachtsgeschenke. Schön, ihr Lieben, das wäre es ja gewesen von meinem mega krassen Einmal um die Welt Haul. Ihr Lieben, das wäre es ja gewesen. Mensch, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.